Willkommen zurück bei Deus Ex Mankind Divided. Ja, die ganze Stadt ist abgesperrt. Wir haben kaum noch Munition. Ich möchte eigentlich Munition einkaufen gehen, aber sie betreten eine Sperrzone. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas versuchen werden. Was zur Hölle? Das war schon mal so intelligent, wie es nur sein konnte. Ja gut, dann verstecken wir uns hier unten halt noch ein bisschen. Moment mal, willst du mir erzählen, die ist jetzt... Die ist tatsächlich in das Gebäude hier rein. Lief jetzt nicht so gut, ich hatte... Eigentlich, ja, ich muss irgendwie Stealth irgendwo hinkommen. Jetzt ist meine Frage gerade, wohin? Ich kann... Ich habe gerade irgendein SOS bekommen, okay. Ich muss aber, glaube ich... Okay, wenn ich aus der Link-Klinik raus muss, muss ich links lang. Über die komplette... Ach du Scheiße, okay. Okay. Ich weiß, wo ich theoretisch lang muss. Wie lange soll die Suche denn gehen? Habe ich noch Praxispunkte? Ich habe Praxispunkte. Da kann ich zum Beispiel ja, mich unsichtbar machen oder so ein Scheiß. Hoher Energieverbrauch. Wie sieht es eigentlich mit Energieverbrauch aus? Kann ich wieder irgendwie irgendwas Tolles machen? Sparmodus. Erhöht die Aufladungsrate. Das ist aber alles nicht das, was ich brauche. Aufladungsverzögerung. Ja. Schön. Mach ich. Was ist das hier? Schockgranaten und Minen. Geräuschefeedback. Ortungsradius des Radars. Machen wir mal. Ah, jetzt sehen wir wesentlich mehr. Suche wird aber abgeschlossen. Warum ist das dann noch nicht der Fall? Komm schon, das... ist hier drüben! Ich glaube, mein Schwein fallen. Ich komme nicht mehr aus diesem Gebäude hier raus. Ich muss sie mal niedermetzeln. Ich will die nicht töten, das sind Polizisten. Ich möchte sie, wenn, dann schlafen legen. Die Frage ist, habe ich überhaupt irgendwas außer meinen eigenen Kuh? Ich glaube nicht. Drehen sich immer so schnell um. Ich muss da hoch. Das kann kein gutes Ende nehmen. Scheiße. Das war meine Chance.
So. Okay. Und um die Ecke, Okay. Sehr schön. Jetzt weiß ich noch nicht genau. Wie ich weiter muss. Ich kann hier quicksaven, sehr schön. Wir haben die Hälfte oder so geschafft. Ach du Scheiße, da kann ich nicht hin. Der dreht sich aber die ganze Zeit auch nur nach links und nach rechts. Der dreht sich nicht um, oder? Das ist eine Videokamera. Da ist ein Typ. Hände hoch, sie sind verhaftet! Okay, wunderbar. Ich bin in keiner Sperrzone mehr, alles ist gut. Puh. War das hier schon immer? Anscheinend habe ich hier schon mal irgendwie Unfug getrieben. Wir gehen erstmal runter. Und stellen Müller zur Rede. Adam, hier David. Wir müssen reden. Vertraulich. Nichts ist vertraulicher als mein Infolink. Wirklich? Ich habe eine sichere WIC-Call-Nummer an Ihr Smart-Home-System gesendet. Gehen Sie in Ihr Apartment und rufen Sie mich an. Ja, jetzt. Genau. Prag ist komplett abgesperrt und ich gehe jetzt mal eben in meine Wohnung. Okay. Agent Adam Jensen. Ilara, was machen Sie hier? Wird das jetzt unser Standardsatz für den Gesprächsauftakt? Ich mein's ernst, Ilara. Draußen ist es gefährlich. Mitarbeiter, die nicht unmittelbar benötigt werden, sollten zu Hause bleiben. Autsch, nicht unmittelbar benötigt? So hab ich's nicht. Helfen Sie mir, Adam. Ich wollte nur die Situation auflockern. Die Wahrheit ist, wenn man in den Pikes-Nachrichten hört, dass der Aufruhr sich der Stadt nähert, dann erinnert mich das... Sagen wir einfach, ich dachte, drei Stockwerke unter der Erde wäre ein besserer Ort als mein Apartment, also forderte ich einen Gefallen ein und ließ mich von der Staatspolizei hinbringen. Ich weiß, dass etwas Großes im Gange ist. Ich will sie nicht aufhalten. Okay. Ist alles okay, Dilara? Adam, ich... habe Ihnen nicht erzählt, warum ich von Limp International weg bin. Ich hatte eine Sitzung mit einer Patientin, als der Zwischenfall begann, und ich... Sie wurden angegriffen? Sie hieß Madeline. Sie war 13, ein süßes Mädchen. Wir redeten, lachten sogar über etwas Albernes, das ich gesagt hatte. Und plötzlich sprang sie. Es war ein schrecklicher Tag für uns alle. Ich konnte sie zurückstoßen und dann starrte sie mich an, als wäre ihr alles bewusst, aber ohne Kontrolle. Gott, Adam, ich konnte in ihrem Blick sehen, dass ein Teil von ihr immer noch da drin war, eingesperrt. Sie hatte Angst. Dilara, ich bin sicher, das Mädchen... Madeline. Ihr Name war Madeline. Wissen Sie, was ich niemals vergessen werde, was ich immer wieder vor Augen habe? Bevor Madeline aus meinem Bürofenster sprang... Ich könnte schwören, dass sie geweint hat. Okay. Glauben Sie mir, Dilara, ich kenne das. Aber ich glaube, wir sind heute stärker als jemals zuvor. Und unsere Narben sind wie eine Art Rüstung. Wie eine Rüstung. Das gefällt mir. Ich war einfach ein bisschen verängstigt, verstehen Sie? Ich verstehe. Aber unabhängig von dem Grund, es war ein Risiko, hierher zurückzukommen. Die Zeiten sind gefährlich. Für jeden. Machen Sie sich um mich keine Sorgen, Adam. Ich schaffe das schon. Ich verkrieche mich einfach in meinem Büro, bis der Sturm vorbei ist. Meine Couch ist sehr bequem. Passen Sie einfach auf sich auf. Mache ich immer. Wenn ich das hier jetzt gleich nicht zum Schlachtfeld verwandle. Was?
übersehen wir? Moment. Wem sagen Sie das? Das ist wie Flöhe wüten. Lieferung hat wegen der Ausgangssperre Verspätung. Aber es kann trotzdem bestellt werden. Wenn man von Leuten Informationen will, muss man sich um sie kümmern. Gott. Okay. Miller. Ich habe gehört, er wurde gefangen halten wollen. Das ist mir klar. Aber ich habe überall in der Stadt Agenten. Genau das will ich Ihnen doch sagen. Wir haben eine konkrete Gefahr. Genau. Wie sollen meine Leute ihre Arbeit machen, wenn ihre Leute sie ständig verhaften? Wollen Sie denn noch mehr Tote? Wir sind zuständig. Wo? Wann? Ersparen Sie mir diesen Mist. Ich brauche einen Passierschein für die ganze Stadt. Ja, genau das will ich Ihnen doch sagen. Die Stadt ist abgeriegelt, schon klar. Aber wir haben hier eine Bedrohungsermittlung der Stufe 1 laufen. Sie wissen, dass wir Terroristen aufhalten wollen? Das ist mir klar, aber ich habe überall in der Stadt Agenten. Genau das will ich Ihnen doch sagen. Okay, wir unterbrechen mal sein Gespräch. Sie sind hier. Schlechte Zeit für eine Abriegelung. Eher praktisch, angesichts des bisherigen Verlaufs der Ermittlungen. Was soll das heißen? Marchenko und die Goldmasken aus Dubai wussten, dass ich komme. Irgendjemand hat sie informiert. Beschuldigen Sie mich? Ich beschuldige niemanden. Noch nicht. Aber zwei Hinterhalte in weniger als einem Monat? Ich will wissen, was los ist. Ich auch. MacReady hat Garm untersucht. War am Anfang ein geologisches Forschungszentrum der Europäischen Union. Bis es 2025 von einer namenlosen Strohfirma gekauft wurde. Haben Sie Cheng darauf angesetzt? Er ist gruselig. Hat sie in weniger als einer Stunde zu Bell Tower Associates zurückverfolgt. Und bestimmt hat sie niemand gekauft, als Bell Tower letztes Jahr pleite ging. Stand nicht mal auf der Liste der Activa. Wie gesagt, sie sind über etwas Großes gestolpert. Wollen Sie rausfinden, was es ist? Aber er weiß was. Er weiß auf jeden... Chicane hat mich während ihres Rückflugs informiert. Ein Einsatzteam aus Lyon ist etwa eine Stunde nach ihrem Start eingetroffen. Und die Söldner waren weg. Der Feind hat die Anlage vor dem Abzug ordentlich zerlegt und einige Fallen hinterlassen. Wir wissen nicht, wohin er ist oder was er als nächstes vorhat. Das stimmt nicht ganz. Ich habe gehört, wie Marchenko seinen Männern gegenüber einen Deal mit den Dwellys erwähnt hat. Wir müssen sofort handeln. Ich besorge einen Durchsuchungsbefehl für das alte Theater der Dwellys in der Sadie-Viadlo-Straße. Haben wir wirklich Zeit für einen Durchsuchungsbefehl? Nein. Aber die Stadt ist abgeriegelt und ich kann nicht garantieren, dass sie es lebend ins Rotlichtviertel schaffen. Ich hab's auch bis hierher geschafft. Ich bin nicht tot. Wie Sie meinen. Ich halte Sie nicht auf. Aber seien Sie vorsichtig, Jensen. Sagen Sie mir, was Sie finden. Verstanden. Ist ihm bewusst, dass ein Safe hinter ihm offen ist? Ein Code erhalten, wahrscheinlich fürs Theater. Sie wissen, dass wir Terroristen aufhalten wollen? Okay. Peterson hat ihn anhand der Videos vom Bahnhof identifiziert. Ich bin gar kein großer Fan von dem, was hier gerade... Also, dass Prag jetzt komplett abgeriegelt ist und ich die nicht töten möchte. Das macht mir gerade ein bisschen Probleme. Ich müsste eigentlich auch mal in meinen Apartment wegen Seraph, weil das interessiert mich. Und außerdem möchte ich in meinem Apartment am liebsten auch gleich noch Munition kaufen. Die scheine ich nämlich auch noch gebrauchen zu können. Oh ja. Vor allem für meine Pistole und für meine Sniper. Und außerdem habe ich gerade unglaublich viel in meinem Inventar, was ich verkaufen könnte. Das ist die Frage, wo muss ich denn hin? Jetzt kriege ich das nicht angezeigt. Was ist denn hier eigentlich? Hören Sie mich! Sie müssen sofort kommen! Er ist hier! Wer ist da? Wer spricht hier? Daria! Von dem Tatort! Erinnern Sie sich? Ich bin zu Hause! Oh, Daria!
Daria. Da ist das Theater. Das ist ja mein Apartment. Ich weiß gerade nicht mal. Welches ist denn mein Apartment? Das hier? Ich muss auf jeden Fall nach links. Im Apartment gegenüber von ihr? Bitte, schnell! Ich glaube ja. Sind Sie noch da? Daria! Okay, wir haben da ein kleines... Also der Typ, den wir nicht... Ich nehme an, ist immer noch, dass es der Cop ist. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es der Cop ist. Das ist meine persönliche Meinung. Das hätte funktioniert problemlos. Hoppala, da hätte mich beinahe einer entdeckt. Quicksaven hier. Ich möchte irgendwie in mein Apartment kommen und ich bin mir gerade nicht sicher, wo mein Apartment liegt. Das ist das größte Problem eigentlich. Ernsthaft, ich weiß gerade nicht, wo mein Apartment liegt. Oh, scheiße. Ist das hier mein Apartment, das hier? Libu's Apartment? Kann eigentlich nicht sein, da fehlt was. Oder ist das Apartment in einem anderen Bezirk? Oder sind das die... Wo ist mein... Es ist tatsächlich... Es ist in Presaka. Es ist beides in Presaka. Ich bin im falschen Stadt gewählt. Ja, aber Momentchen mal. Wie komme ich denn? Hier ist eine U-Bahn. Wie soll ich denn zu einer U-Bahn-Station kommen, wenn ich fragen darf? Meine Nein, bitte schlaf nicht. Bitte schlaf nicht. Bitte schlaf nicht. Komm, Beeilung. Bevor der zurückkommt, er kommt gerade zurück. Oh Gott. Jensen. Sind Sie noch am Leben? Nein. Ja, hab gerade das Rotlichtviertel erreicht. Was ist mit dem Durchsuchungsbefehl? Die Staatspolizei telefoniert nicht mal mehr mit mir. Ich fürchte, Sie sind diesmal allein. Wie immer. Aber ich schaff das, keine Sorge. Leider überlebe ich das hier nicht. Ich möchte eigentlich nicht zu Waffen greifen. Nein. Aber ich hab doch bestimmt noch Biozellen, ne? Was ist das hier? Was suchen? Gesundheitsanzeige. Mach ich mal auf Taste 7. Könnte ich noch brauchen. Ich brauche aber gerade mal eine Biozelle. Irgendwo Biozellen. Auf jeden Fall auch noch unglaublich viele. Okay. Die könnte ich jetzt gleich brauchen.
weil ich jetzt gleich hier einfach alle mit Q ausschalte. Das ist unfair. Gut. Mit ein wenig Verschwendung von... Wo bin ich denn jetzt? Eigentlich wollte ich doch zur U-Bahn. Ich glaube, die U-Bahn habe ich verkackt. Hier war ein U-Bahn-Zeichen gerade eben. Ich habe es irgendwie... Ja, ich habe es verschissen. Gut, da ich jetzt hier bin... Korrekte Kurzschluss. Korrekte Zugangskarte erforderlich. Willst du mich verarschen? Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Korrekte Zugangskarte erforderlich. Ha! Ihr Witz. Ihr Witz. Ihr was? Ja, Momentchen mal. Hey Jungs! Hm. Hey, wie kommt? Jetzt fühle ich mich verarscht. Jetzt kann ich mal quicksaven, das bringt mir aber herzlich wenig. Ich meine, ich muss jetzt in diese Gasse da hin. Hm. Okay. Geh voraus und sieh noch mal nach. Sicher diese Seite. Oh mein Gott, das war knapp. So, willkommen bei den Dwallis. Das war Glück. Ach ja, nicht. Ich hab ja jetzt. Ich kann ja jetzt fallen, so viel ich will. Ich glaube aber, ich übersehe was denn. Habe ich nicht eine Nahkampf? Oh, was ist? Ach du Scheiße. Alles gut. Ich überlege gerade nur, ob ich irgendwie eine Nahkampfwaffe habe. Ist ein Gulli, was bringt mir denn ein Gulli? Ja, hacken wir halt einfach mal. Ich meine, mir bringt jetzt hier gerade überhaupt nichts, aber hacken wir doch einfach mal. Toll. Super toll. Versuchen wir das auch noch. Zugriff gewährt. Ich will mich verarschen. Na toll. So, dann versuchen wir eben noch hier reinzukommen.
Miller, den Dwellys gehören doch die meisten Apartments rund um das alte Theater, richtig? Ja, und sie sind ihnen sehr wichtig. Wenn sie also auf diesem Weg rein wollen... Das Wollen habe ich schon hinter mir. Gut, dann vergessen Sie friedliche Verhandlungen, sobald sie entdeckt werden. Wir hier sind ein Hacker... Mistscheiße. Die haben mich schon irgendwie gesehen. Obwohl ich hier zwei so süß ausgeschnittene Pistole. Wir machen das für den Boss. Okay. Hast du da drüben schon nachgesehen? Tür gesperrt. Such weiter. Versuchen wir mal die Tür zu knacken. Hallo, meine Tracing-Programm initialisiert. Dankeschön. Ich soll hier rein? An den Laptop. Ne, da unten soll ich irgendwo hin. Ich weiß nicht mehr, wo ich hier gerade bin. 3333, das wird ja interessant. 30%, 30%, 30% sind auf jeden Fall schon über 100%. Oder ich habe echt Glück. Ich habe echt Glück. Ich habe echt Glück. Nice. Dankeschön. Was haben wir hier? Ich habe einen Job für dich. Nimm ein paar Männer mit und besuche Norman Stanek. Zuerst seinen Laden. Schließe ihn für immer. Geh danach zu seinem Haus. Wenn er nicht. Ach nee. Der Typ, der wollte mich doch schon mal mit Giftgas umbringen. Ja. Der wollte mich schon mal umbringen, der nette Kerl. Was hat er denn hier angestellt? Ist das ein nettes Kerlchen. So, also... Hier ist irgendwie nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nach oben oder nach unten muss. So leise, dass man den Mäusefurz hören könnte. Ich kümmere mich darum, wie üblich. Ich will einfach nur hier raus. Könntest du dich umdrehen? Bitte. Das ist noch nicht umdrehen. Dankeschön. Das Schlimmste ist vorbei, Brat. Wie lange suchen wir noch weiter? Du hast keine Ahnung. Ach du Scheiße. Wohin muss ich denn? Das muss ich wissen. Geh nach irgendwo da hinten. Ich hätte speichern sollen. Scheiße. Habe ich nicht. Okay. Egal. Mal ein bisschen auf YOLO hier. Und speichern hier. Jetzt. Ja, direkt hinter den Türen des Haupteingangs. Des Haupteingangs? Jensen, Marchenko muss doch einen Deal abschließen, richtig? Mit den Dwellys, ja. Ist nicht gerade viel, ich weiß. Schon möglich. Aber diese Typen sind die besten Schmuggler der Welt. Das heißt, gefälschte Papiere. Vielleicht finden sie was im Büro vom Boss. Wenn ich das Büro finde. Eingedämmt hätte und sie sich nach Prag ausgeweitet hätte. In der Tat. So, der hat netterweise diesen Laser für mich deaktiviert. Versuch dir dein Tor vorzustellen, wenn du das hier liest. Diese verfluchten Mavrik-Schlamper hat unseren Trax angegriffen. Wir haben 5 Stück Vieh für 2,5 pro Vieh-Tier verloren. Puff, weg, einfach so. Außerdem sind zwar unsere Leute tot. Und dann finden wir raus, dass uns jemand von innen aus den Waffengeschäft drängen will. Einer von uns. Herrgott, nochmal. Und jetzt erwischt Carol diesen verfluchten Hausmeister am Sicherheitsterminal des Tonraums. Was zum Teufel läuft hier? Veranstalten wir als nächstes Besichtigungstouren? Bringt die euren Laden in Ordnung. Das ist mein verdammter Ernst. Der neue Code für den Sicherheitstunnel. Okay, wir haben einen neuen Code. Fällt da gerade was auf? Ich habe eventuell keine neuen Praxispunkte. Soll das kontroverse Humanrestitutionsgesetz kommen? Okay.
Also wir haben es schon mal relativ weit geschafft. Wo ist die Kamera? Ich sehe die Kamera nicht. Oh Scheiße. Eine lange Nacht. Live-Bericht für Pikes. Aerial bringt immer die beste und neueste Technologie. Unsere tragbaren Daten. Das war auch wieder knapp. Gibt's hier noch einen besseren Weg, bitte? Zwei Sicherheitskameras sind schon mal auf jeden Fall ein besserer Weg. Je nachdem, wie die eingestellt sind. Nein. Wenn mein Freund das erfährt, bringt er mich um. Ich weiß nicht, warum Raditz diese Dinger so lange behalten hat. Die sind ekelhaft. Sie waren gut zum Entspannen. Einige der Älteren haben ganze Nächte drin gesessen. Ach du Scheiße, was tue ich hier? Kann ich nicht hacken. Okay, wir haben es irgendwo hingeschafft. Ich weiß auch nicht, wo gerade. Na, Hallöchen. Okay, wo wollen wir denn hin? Nach oben oder nach unten oder? Ein Waffenkoffer. Noch ein Waffenkoffer. Wohin will ich denn? Wie komme ich denn da am einfachsten hin? Hier scheint irgendwie nicht so der richtige Weg zu sein. Das kann sich jederzeit ändern. Ich kann mich halt mit all denen anlegen, aber ich glaube, dass mich das einfach nur umringt. Hier sind so viele Gegner, dafür habe ich nicht genügend Munition. Aber wie komme ich dann da hin? Was ist mein genaues Ziel? Das Büro von dem finden. Na super. Ich gehe dauernd dieselbe Route. Nie passiert es überhaupt auch nicht. Zurück auf Patrouille. Bisher war nichts. Ich hätte die Tabelle im Dunkeln können. Ja, ich weiß halt wirklich nicht, wohin mit meinem Leben. Ja, Sneaker. Jetzt wird er knallt auf rechts. Oh, irgendwer ist misstrauisch geworden. Eigentlich praktisch. Toller Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, ob die Tür abgeschlossen ist. Der andere wird nicht misstrauisch, okay. Der DJ ist süß. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was ich jetzt am besten tue. Jo, sag mal, pennst du? Nur dabei. Ich hab die ganze Nacht nichts gesehen. Scheiße. Was habe ich getan? Was soll's? Hat offensichtlich gefärbte Haare. Da war einer mehr. Habe ich gerade zufälligerweise Praxispunkte, um irgendwie Unsichtbarkeit zu erlernen oder so? Zum ersten Mal seit vielen Jahren okay. Ich gern eine Zigarette. Die Stadt ist Kasau. Hi. Ich habe das Gefühl, dass Lys eventuell Alarm macht. Die
Oh, fuck. Wird mir jetzt nicht erzählen, dass das eine Sackgasse ist. Doch. Das ist schlecht. Wo ist meine MP-Granate? Halt, stopp, 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 stopp. Wo ist mein... Stopp! MP-Granate. Auf. Ausrüstung. Blockierst du mich auch noch? Die Tür ist gesperrt, ist schlecht. Zeit. Ich habe noch weniger Zeit, als ich dachte. Kommt schon. Lass mich das Ding hacken. Irgendwas erwähnt von nicht so viel Munition. Ich bin hier vollkommen fa. Schach. Na gut, ich will mal nicht stören. Ihr wollt mich doch verarschen. Es bringt mir überhaupt nichts, hier zu sein. Überhaupt nichts. Was soll denn der Rotz? Jetzt bin ich hier für einen Scheiß. Hier ist nichts. Was sollte denn diese scheiß Quest markieren? Oh, halt, stopp. Okay. Alles gut, ich nehm's halbwegs zurück. Wonach suchen wir überhaupt? Unbedingt sterben. Jetzt sind wir jedenfalls alleine. Such weiter, sonst erschieße ich dich eigenhändig. Okay, ich bin anscheinend... Ist das er? Wozu haben wir ein Sicherheitssystem, wenn es nicht funktioniert? Klick ihn erstmal schlafen. Auch wenn er mich umbringen wollte. Auf geht's. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Ich muss mal in Verbindung trennen. Ich habe gerade Scheiße gebaut. Ich konnte gerade irgendwie nicht nach da hinten drüber. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Ah, scheiße, ich kann nur so rum. Zugriff gewährt.
So, London-Lieferung abgeschlossen. Miller, Marchenkos Ziel ist die Safe Harbor-Konferenz in London. Gott, dort werden hunderte von Gästen sein. Wie schnell können wir handeln? Ich warne London und lasse Mac einen Plan zur Mobilisierung erstellen. Sie gehen nach Hause. Wir melden uns. Sie? Alex, das Ziel ist London. Die Dwelly schmuggeln Waffen und die Orchidee ins Apex Center. Scheiße, sie wollen Brown erledigen. Er ist ihr eigentliches Ziel. Ich habe nachgeforscht. Komm in mein Apartment und erklär's mir da. Oh ja, Security ist schon mal sehr schön. Damit ich hier irgendwie auch wieder rauskomme. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Komm schon. Dankeschön. Gewährt. Kameras aus. Türen. Ich habe irgendeine Tresortür geöffnet, was ich ganz geil finde eigentlich. Wo ist denn der Tresor? Du darfst sogar schlafen. Sleep you well. So. Munition sammeln, 2 Schuss verbraucht. Wenn Sie mich und die Safe Harbor Initiative unterstützen würden. Nein. Dumm von mir. Wie muss ich dem Typen echt im Klo erschießen? Das war nicht meine Absicht. Sorry. Ich hatte nicht vor, dich jetzt hier dumm im Klo zu erschießen. Das ist ein bisschen herabwürdigend. Nein, die Zeitung wollte ich nicht lesen. Kriegsrecht ausgerufen, das ist mir bewusst. Dankeschön. Die tragbaren Datenlösungen noch mehr Computer zum Hacken, wo unnötiges Zeug drin steht. Wir können es gerne mal tun. Hacken ist jetzt nicht das große Problem. Da haben wir schon relativ hoch. Und was bekommen wir? Achtung, Gedenkfeier von Konstantin findet morgen um 10 Uhr in St. George statt. Im Moment hat die Organisation viele Zugänge zu den vor allem Vettern aus Russland. Ja, da ist unglaublich spannende Sachen. Wo ist denn dieser Tresor? Irgendwo ist ein Tresorraum. Ich bin ganz ehrlich, da bin ich ein bisschen scharf drauf. Aber ich habe tatsächlich halt null Ahnung, wo dieser. Der muss doch eigentlich hier unten irgendwo sein. Wäre doch eigentlich Schwachsinn, wenn er den woanders hätte. Hier irgendwo ist ein Tresorraum. Oh. Ja, ich hab auch, weiß jetzt auch wo. Das ist eigentlich kein Tresorraum, aber eventuell mal ein schnellerer Fluchtweg. Ja, okay, nehmen wir. Oh Scheiße, ich habe vergessen, einen Cut zu machen. Und das schon vor langer, langer Zeit. Egal, wir machen hier einen Cut.